in der CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Arbeitsmarktentwicklung ist in der Tat erfreulich. Die Vorrednerin hat darauf hingewiesen, der Arbeitsmarkt in Deutschland ist nach wie vor in hervorragender Verfassung und dies gilt in besonderem Maße für Bayern. Insbesondere das Jahr 2015 war ein Rekordjahr, 3,6%, das ist die niedrigste Jahresquote, die seit dem Beginn der Aufzeichnungen 1994 Bayern ausgezeichnet haben. Dies zeigt, all diese gute Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt kommen auch unseren Zielgruppen zugute. Ältere profitieren von dieser Entwicklung. Auch diejenigen, die gehandicapt sind und Langzeitarbeitslose, profitieren in besonderem Maße. Und uns ist es gelungen, in den letzten 10 Jahren knapp 50% der Arbeitslosen zu reduzieren in Bayern. Das zeigt, dass wir hier sicherlich der Job- und Wachstumsmotor in Bayern sind und der BA-Chef und Deutschland sind. Und der BA-Chef geht davon aus, dass der Arbeitsmarkt weiterhin gut verlaufen wird, obwohl sich bereits heute zeigt, dass sich immer mehr Flüchtlinge arbeitslos melden werden. In diesem erfreulichen Umfeld setzen wir an für Menschen, die es auf dem Arbeitsmarkt schwerer haben als andere. Im Koalitionsvertrag haben wir dazu vereinbart, die Arbeitsförderung weiter zu verbessern. Und mit diesem vorliegenden Gesetzentwurf setzen wir daran an, präventiv aktiver hier zu gestalten. Und ausdrückliches Ziel ist ein verbesserter Zugang von geringqualifizierten Arbeitnehmern und sowie Langzeitarbeitslosen, sie zu einer abschlussbezogenen Weiterbildung entsprechend zu bringen. Aus aktuellem Anlass ein Wort hinsichtlich der gestrigen Einigung der Spitzen der Regierungskoalitionen auf Eckpunkte für ein Integrationsgesetz. Gegenstand der Einigung sind unter anderem weitere Verbesserungen für die Ausbildungsförderung von Flüchtlingen. Damit werden die bestehenden Instrumente passgenau für Flüchtlinge mit guter Bleibeperspektive weiterentwickelt. Und die Eckpunkte sind in diesem Punkt tatsächlich sehr konkret. Das beweist auch, wir spielen nicht Flüchtlinge gegen einheimische langzeitarbeitslose Menschen aus und oder umgekehrt. Und wir müssen jetzt endlich Schluss machen mit der Neiddiskussion, die von einigen geführt wird, und einer Neiddebatte, die gerade dieses zum Ziel hat, Gruppen gegeneinander auszuspielen. Wir haben nicht nur 1 Million Flüchtlinge, sondern natürlich auch knapp unter 1 Million Arbeitslose im SGB-II-Bezug. Und alle brauchen gleichermaßen unsere Unterstützung. Und keiner wird aus dem Blick geraten, keiner geht verloren. Das ist Markenzeichen unserer Politik. Und genau deshalb ist es richtig, verstärkt auch in die berufliche Weiterbildung zu investieren. Sie stellt eine der Säulen dar, der Fachkräftesicherung. Und deswegen stärken wir auch die Instrumente der Weiterbildung. Dabei nehmen wir insbesondere Folgendes im Blick. Die Arbeitnehmer, die noch nicht über einen Berufsabschluss verfügen, sie sollen die Grundfertigkeiten, Grundkompetenzen entsprechend erhalten, lesen, rechnen, schreiben. Jüngere Arbeitnehmer in kleinen und mittleren Unternehmen, wir bezuschussen ihre berufliche Weiterbildung, die außerhalb der Arbeitszeit stattfindet. Und ältere Arbeitnehmer, die beispielsweise in Transfergesellschaften sind, auch sie fördern wir, damit sie die notwendige Qualifizierung erhalten. Und dabei muss sich auch der Arbeitgeber mindestens mit 50% an den Lehrgangskosten beteiligen. Und Langzeitarbeitslose und Arbeitslose mit schwerwiegenden Vermittlungshemmnissen, auch die lassen wir nicht aus dem Blick. Und für sie verlängern wir die Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung von 6 auf 12 Wochen. Und schließlich ist die Vermittlung in Ausbildung eine ganz wichtige Weichenstellung. Bei Langzeitarbeitslosen kommt es darauf insbesondere an, dass sie geeignet sind, dass sie auch das notwendige Durchhaltevermögen aufweisen. Und wir wissen, dass hier nur ungefähr 10 bis 20% der Langzeitarbeitslosen tatsächlich die Voraussetzungen erfüllen. Und die Frau Staatssekretärin hatte zu Beginn dieser Debatte darauf hingewiesen, dass jeder Vierte seine Ausbildung entsprechend abbricht. Das ist tatsächlich eine besorgniserregende Entwicklung in diesem Bereich. Und die Koalition hat sich darauf geeinigt, mit einer Weiterbildungsprämie hier genau einer solchen Entwicklung entsprechend zu begegnen. Ich will nicht verhehlen, dass ich dieses Instrument insgesamt eher kritisch beurteile.
weil es um Fairness insgesamt geht, denn andere Auszubildende erhalten eine solche Prämie nicht. Sie müssen ihre Prüfungen selbst bestehen. Aber wir haben uns darauf geeinigt, dass wir dieses Instrument jetzt hier befristen und auch evaluieren. Und wir sollten uns deswegen dann auch nach Abschluss der Evaluation genau anschauen, ob sich das Instrument tatsächlich bewährt hat. Und der zweite wichtige Teil des Gesetzesentwurfs ist die Verbesserung des Versicherungsschutzes in der Arbeitslosenversicherung. Klingt meistens profan oder technisch, aber für die Betroffenen ist dies von zentraler Bedeutung, um ihre Arbeitslosenversicherungsschutz entsprechend zu erhalten. Und das wird besonders beim Thema der verkürzten Anwartschaftszeit für überwiegend kurz befristet Beschäftigte deutlich. Und an dieser Stelle geht es vor allem um die soziale Absicherung von Künstlern und Kulturschaffenden. In dem Bereich hätte ich mir sicherlich mehr vorstellen können. Aber die Alternative wäre gewesen in der Koalition eine generelle Verlängerung der Rahmenfrist. Das ist auch von den Kulturschaffenden nicht gewünscht und hätte auch weitreichende Konsequenzen, insbesondere was die finanziellen Aspekte angeht, mit großen Mehrkosten für die BA. Und natürlich ist es auch in der Sache falsch. Wir brauchen keine Lockerung hier in diesem Bereich, um die Arbeitslosigkeit zu verwalten, sondern flächendeckende Lösungen zum Abbau vor allem der Langzeitarbeitslosigkeit. Und deswegen wäre dieser Vorschlag auch ein Fremdkörper gewesen. Deshalb ist es gut, dass bereits in der Kabinettsbefassung hier dieser Punkt gestrichen wurde und auch die Bundesregierung entsprechende Avancen des Bundesrates in dieser Hinsicht abwehrt. Wir haben sicherlich noch viele Gesprächspunkte. Die Bundesländer haben noch Änderungswünsche. Ich habe einen davon gerade eben angesprochen. Und die Opposition glänzt jetzt nicht gerade mit eigenen Vorschlägen in diesen Bereichen, was die eigenständige Vorlagen zum Gesetzesentwurf betrifft. Und wir werden jetzt dann eine Sachverständigenanhörung beschließen. Ich freue mich auf die intensiven Debatten zu diesem Gesetzesentwurf. Ich meine, er ist insgesamt derzeit ausgewogen und gut. Und so wollen wir dann die entsprechenden Anhörungen auch durchführen. Herzliches Dankeschön. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache.